Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher im Health and Fitness Store in Karlsruhe-Durlach. Heute habe ich nochmal ein Produkt vorzustellen. Das nennt sich Creatiston Normal Basic von der Firma Peak. So, das Creatiston Massiv habe ich euch schon vorgestellt, es ist für die Hardgainer gedacht. Und das Creatiston Basic ist eigentlich für die Normalstoffwechsler gedacht. Unterschied zwischen Creatiston Normal und zwischen Creatiston Massiv ist der, dass natürlich die Nährstoffinhalte in Form von Makronährstoffe, Kohlenhydrate und Eiweiß im Bereich des Hardgainers etwas höher liegen, also das Massivverbrauch ist etwas höher liegen. Hier sind sie etwas niedriger, der Kohlenhydratgehalt ist etwas niedriger und es wird mehr Insulin gebildet über Nährstoffsubstrate, die im Präparat beinhaltet sind, die aber keine Energie liefern. Auch hier beim Creatiston Normal ist es so, dass natürlich das anabole Zeitfenster komplett abgedeckt wird. Das bedeutet auch wieder unmittelbare Zufuhr nach dem Training. Im Präparat sind dieses Mal auch nochmal Kapseln mit dabei. Ich werde sehr oft gefragt, was denn die Kapseln wären. Die Kapseln sind die fermentierten Kräuterextrakte. Die wurden extra in Kapseln abgefüllt, weil diese sonst nicht im Präparat optimal vermischen. Creatiston Basic. Auch hier wieder möglich unter Voraussetzung, dass das Ernährungsverhalten zum Vorhaben passt, das Trainingsverhalten zum Vorhaben passt, dass ihr innerhalb von relativ kurzer Zeit ordentlich an Muskelmasse draufpacken könnt. Nochmal ganz kurz der Übergang zur Ernährung und zum Training, wie ich auch in jedem meiner Clips erkläre, hat eine Nahrungsergänzung nur die Chance, beziehungsweise ich kann nur maximale Resultate erwarten, wenn ich nicht schon von vornherein ohne Sport schon ein defizitäres Ernährungsverhalten habe. Und aus diesen Gründen macht es immer viel Sinn, sich einfach mal in dem Bereich professionell beraten zu lassen, Bereich Ernährungs- und Trainingsplanung. Weil auch in der Trainingsplanung läuft euch bei einigen sehr viele schief, dass einfach das Trainingsvolumen zu hoch ist, die Trainingsintensität zu niedrig und dazu wird sehr oft nach einer gleichen Trainingsplanung über lange Zeit hinweg trainiert, was dazu führt, dass die Reize, die am Muskel einkommen, eigentlich gleich bleiben und nicht überschwellig sind. Und somit hat der Körper keinerlei Veranlassung, seine Muskelmasse zu erhöhen. Creatiston bzw. die Angaben zu den gesamten Inhaltsstoffen, die natürlich sehr umfangreich sind, weil es ein echtes All-in-One-Formular ist, mit allen relevanten Nährstoffen beinhaltet, wie auch beim Creatiston Massiv, sind hier sämtliche Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäure im bilanzierten Verhältnis vorhanden, dazu insulingene Nährstoffsubstrate, Wachstumshormonmodulatoren bzw. Wachstumshormonpräkursoren, Testosteronmodulatoren, Zellvoluminizer. Alles das ist im bilanzierten Verhältnis vorhanden. Am besten ist, dass ihr dann vielleicht nochmal in meiner Webseite, die ich im Abspann auf jeden Fall nennen werde, nochmal nachlest, was alles beinhaltet sind, was alles beinhaltet ist, oder ich erkläre es euch bei einem persönlichen Beratungsgespräch bei mir im Ladengeschäft in Karlsruhe-Durlach. Also, Creatiston Basic wie auch Creatiston Massiv eignen sich perfekt für den Muskelaufbau, deckt das anabole Zeitfenster, das unmittelbar nach dem Training steht, komplett ab. Somit habt ihr ein hervorragendes Präparat, ihr müsst nichts zusammenmischen, sondern habt ihr wirklich alles in einem. Ich wünsche euch jetzt schon mal für den Aufbau von gesunder natürlicher Muskelmasse viel Erfolg und freue mich auf euren nächsten Besuch, der entweder virtuell bei den Videoclips sein kann oder bei einem persönlichen Beratungsgespräch in meinem Ladengeschäft in Karlsruhe-Durlach. Bis dann, alles Gute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, Andreas Trienbacher, Health and Fitness Store in Karlsruhe-Durlach.